Hallo zusammen und willkommen zu meinem ersten komplett kommentierten Rennen hier aus meiner KTM Crossbow Rookie Challenge. Das hier ist der Start in die Einführungsrunde auf dem Red Bull Ring. Es ist das dritte Saisonrennen, das erste Rennen am Red Bull Ring. Und erstmal vielen Dank, dass ihr dieses Video hier angeklickt habt. Es freut mich, dass ihr euch das daran interessiert seid in diesem ganzen hier. Es werden jetzt 30 Minuten sein. Wir haben 25 Minuten Rennen plus eben Einführungsrunde und am Ende ist noch ein bisschen was passiert. Aber werdet ihr alles sehen. Jetzt in dieser Einführungsrunde geht es eben erstmal darum, natürlich die Reifen ordentlich aufzuwärmen. Dazu einfach ein bisschen rechts, links, mal und so weiter. Dass einfach ein bisschen mal auf die Reifen raufkommt. Das ist immer nicht ganz leicht, weil vorne fährt eben das Safety keine Einführungsrunde und alle sind am Reifen aufwärmen und es ist alles relativ langsam so. Ansonsten, wenn man zum Beispiel jetzt im Training die Reifen aufwärmt, ist es eigentlich ein bisschen einfacher, aber dann kannst du eben schneller in die Kurven gehen und da ein bisschen mit den Reifen rumspielen und die ein bisschen besser auf Temperatur bringen. Aber ja, ich muss auch sagen, ich habe nie richtig gelernt, die Reifen warm zu machen. So, ich kenne das echt nur von der Formel 1, ja, wie die das machen, so in Hart, ja. Kann es nicht ganz falsch an, das seht ihr auch, so machen sie auch alle ungefähr. Und ja, im Endeffekt ist es ja keine Hexerei oder keine Raketenwissenschaft. Ja, man muss einfach ein bisschen Bewegung in die Reifen reinbringen, möglichst bei hoher Geschwindigkeit. Und dann werden die warm. Denn je wärmer die Reifen sind, desto besser haften die, desto mehr Grip hat man und desto schneller kann man dementsprechend auch in die Kurven gehen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man das hier macht. Auch die Bremsen sollten nochmal warm gemacht werden. Das heißt, ein bisschen Gas geben, dann nochmal, das mache ich glaube ich gerade so in diesem Fall, ja, nochmal ein bisschen in die Bremse gehen. Ein bisschen rumspielen, ein bisschen rumprobieren und ein bisschen warm werden, ja, sich nochmal sammeln, denn direkt nach dieser Einführungsrunde geht es dann eben in den fliegenden Start. Ich starte hier auf Position 10, ich bin im Qualifying, das ist Q1 und Q2, Q1 bin ich noch durchgekommen, weil war ich, glaube ich, 7. oder 8. und die Zeiten, dann kommen sozusagen die besten 10 im zweiten Teil, da bin ich leider nur 10. geworden. War ziemlich hohe Konkurrenz hier auf jeden Fall im Red Bull Ring. Ich glaube, die Top 10 waren alle innerhalb einer Sekunde, also recht hohes Niveau auf jeden Fall hier in der Rookie Challenge. Das Wort Rookie Challenge immer so, es sind alles nur Einsteiger, aber die Leute fahren da teilweise seit Jahren mit, haben teilweise eben Kart- und Formelsport-Erfahrung schon vorher. Aber ja, ist auf jeden Fall für mich ein super cooles Umfeld, um eben einzusteigen in das ganze Thema. Und es gibt hier richtig halt eben, es ist Kontaktsport, ja. Also man fährt sich hier auch mal in den Zweikämpfen gegenseitig an die Karren ran. Das werdet ihr alles noch sehen. Das macht auf jeden Fall mega Laune und trotzdem ist es auch so ein familiäres Umfeld. Man spricht da vor und nach dem Rennen alle miteinander, geht zusammen essen und so weiter. Das ist alles ganz cool, aber bevor mich jetzt hier weiter verquatscht, Leute, jetzt, ihr habt das Gridschild gesehen, jetzt muss man hier ganz genau in der Reihenfolge bleiben. Das ist hier jetzt schon die vorletzte Kurve und direkt jetzt geht es gleich eben rein zum fliegenden Start. Und hier ist es ganz wichtig, dass man jetzt dran bleibt eben und nicht irgendwie sich direkt am Start abhängen lässt. Also jetzt hier schön runter aufs Gas und jetzt dranbleiben hier an der 82. Ich schalte zu früh, weil ich hätte noch aus dem Windschatten rausgemusst. Und dementsprechend komme ich da jetzt nicht ganz da dran. War kein ganz schlechter Start von der Position 10 aus eben. Aber auch nicht so wirklich gut. Dementsprechend komme ich in der ersten Kurve hier jetzt noch nicht an meinen Vordermann ran hier. An die Nummer 82, wenn ich das richtig sehe. Jetzt komme ich aber an der Seite vorbei. Das ist Michael Cisar, der Österreicher. Der neben mir auch in meinem Fahrerlager direkt steht mit seinem Wagen in der Box. In der Box sozusagen. Wir sind genau nebeneinander. Ihr seht es unten links in der Kamera, dass er da genau neben mir ist. Und noch komme ich nicht an ihn vorbei, aber jetzt in der zweiten Kurve bremse ich sehr spät und kann mich damit gegen ihn durchsetzen. Vorne ist Dennis, das ist der Bruder von Sturmwaffel, der sich einen richtigen Ausritt erlaubt nach einem Verbremser und dementsprechend erstmal durchfällt. Wir sind schon auf der 8. Position. Ihr seht das oben, ich habe das jetzt eingebaut. Ihr habt euch das ja, viele von euch haben sich das gewünscht. Aber erstmal aufpassen, denn der Michael Cisar ist immer noch rechts neben mir. Der will es wissen, der möchte jetzt wieder zurück mich überholen und er ist innen und er bleibt da auch, aber ich kann die Tür so weit zumachen, dass er nicht vorbeikommt und er nochmal zurückstecken muss. Und dadurch bleibe ich erstmal vorne und da ist jetzt einer ganz langsam hier vorne, das ist die, welche Nummer ist das, Leute? Die 91, das ist der Michael Ambros, der aus Serbien und der kann, aber der ist langsam aus der dritten Kurve gekommen, aber kann sie jetzt erstmal gerade wieder in der 4. Kurve und jetzt die 5. vor mir auf jeden Fall behaupten. Dementsprechend bleibe ich da erstmal und ich habe weiterhin Druck auf jeden Fall von hinten. Das war auf jeden Fall ein krasser Start mit mehreren Überholmanövern direkt. Und jetzt eben im Windschatten bleiben, das ist sehr, sehr, sehr effektiv beim Crossbow. Da kommt man echt immer gut ran und genau das kann ich jetzt ausnutzen und bremse ihn in der vorletzten Kurve aus und kann vor ihm bleiben. Und der bin dementsprechend jetzt schon auf Position 7, also es ging ziemlich schnell von 10 auf 7 jetzt hier schon, alles innerhalb der ersten Runde. Und jetzt kann ich mich erstmal fast schon ein bisschen mal kurz mal entspannen, Leute, ja. Erst ein bisschen runterkommen. Ich habe bisher immer nur eben so einzelne Ausschnitte für euch kommentiert. In den Vlogs, falls ihr die nicht kennt, schaut euch die auf jeden Fall eben an. Dass der ganze Renntag mit allem drum und dran und Qualifying und was so drumherum im Fahrerlager passiert.
ist da alles sozusagen zusammengefasst und gibt es auf meinem Blog-Kanal. Und hier eben auf dem Gaming-Kanal möchte ich jetzt eigentlich, wenn euch das gefällt, aber viele von euch haben es ja auf jeden Fall schon mal gewünscht, möchte ich eben jetzt immer das ganze Rennen nachkommentieren und so für euch hochladen. Da könnt ihr mir auch gerne Feedback geben, was ihr noch, worauf ich mehr eingehen soll, wenn ihr irgendwas erklären soll vielleicht. Nur kurz zu erklären, bevor wir jetzt langsam auf den Sechsten da vorne aufschließen. Wir müssen natürlich trotzdem noch gucken, dass hinter uns wir nicht irgendwie gefährdet werden. Was ihr euch wünscht, ob ich vielleicht noch einen Lap-Counter da irgendwie einbauen soll. Das Ding ist, wir haben nicht eine bestimmte Anzahl an Runden, die wir fahren, sondern wie in vielen Serien auch, ist es so, dass wir eine Zeit haben, sozusagen. 25 Minuten, das steht an der Uhr. Das seht ihr auch jedes Mal, wenn wir über Start-Ziel fahren, kann man eigentlich sogar in der Onboard-Kamera erkennen. 25 Minuten, die ticken dann nach dem vielen Start, ticken die runter. Und wenn die abgelaufen sind, dann gibt es noch eine extra Runde. Zum Beispiel ein 24-Stunden-Rennen, Nürburgring, es gibt halt viele Serien. Also manche machen es nach Runden und manche machen es eben nach Zeit. Und deswegen kann ich nicht sagen, wir sind gerade in Runde 3 von so und so viel, sondern ja. Aber wir sind ja auf YouTube, Leute, ja? Guckt einfach unten in die Leiste, dann seht ihr, wie lange das Rennen ungefähr noch geht. Und da ist einer leicht hier aufs Gras gekommen. Deswegen war da gerade mal so ein bisschen Gras im Gesicht. Aber ihr seht dadurch auch, ist das denn da schon wieder, die sind da nicht ganz so schnell unterwegs, dadurch, dass sie da alle im Zweikampf sich gegenseitig barken. Oder was ist im Zweikampf? Wir haben 4 Kampf, 4 Stück sind da eigentlich. Und ganz vorne, die 2 sind schon ein bisschen vorweggefahren. Aber ja, auf diese Vierergruppe kann ich langsam darauf schließen. Da seht ihr, oh Gott, da wird da vorne gekämpft, direkt unter Duo. Da seht ihr auch oben gerade die Uhr. Ja, ich konnte euch jetzt nicht genau sagen, wie lange es ist, noch ist auf meinem kleinen Display, das ich hier gerade nutze, um das Ganze anzuschauen. Ja, bis zu 200 km/h reichen wir eben hier auf der Geraden. Und da ich ein bisschen spät gebremst bin, ein bisschen über die Begrenzung hinaus. Das passiert eben auch mal. Und da ärgere ich mich, Leute, ja. Ihr könnt meine Emotionen im Rennwagen zwar nicht genau sehen, weil unter dem Helm könnt ihr nicht schauen, der ist ja schön bespiegelt. Aber so eine Handbewegung kann man halt immer ablesen, wie es mir geht. Das habe ich gerade geärgert. Ich bin gerade rangekommen an das ganze Pack hier vorne. Und jetzt komme ich wieder an. Jetzt komme ich wieder dran. Und dann ärgere ich mich halt jetzt schon wieder. Ah, nicht gut genommen, die Kurve. Ah. So, da ärgert man sich, wenn man denkt, ach, jetzt habe ich die Chance, da ranzukommen. Und dann musst du halt wirklich 100% Tick fahren. Ansonsten hast du ein Problem. So, und da ist einer jetzt hier aber relativ langsam. Wer ist das denn? Der scheint da schlecht aus der Kurve rauskommt sein. Ich täusche mal hier ein bisschen an. Na, hallo, ich bin da. Hier, aber das ist natürlich jetzt optimistisch. Da kann man auf jeden Fall gerade noch nicht überholen. Das ist die Nummer 85 und das ist der Al-Ali Nasser aus Kuwait. Der da gerade direkt vor mir ist. So, jetzt setze ich mich nochmal neben, nochmal kurz zeigen. Hallo, hier bin ich. Ein bisschen Druck machen, ja. Vielleicht zwingt man dazu jemanden ein bisschen mehr zu Fehlern. Aber noch bin ich da nicht ganz nah genug dran, noch nicht in der tief genug Position, um da wirklich beizukommen. Ihr seht es auch, der fährt ganz, ganz weit außen hier. Nach Turn 4 ist das, also vor Turn 5. Nutzt man auf jeden Fall. Der Red Bull Ring gibt es in 2 Konfigurationen. Einmal die GP-Strecke, die lange Strecke, die wir fahren. Und dann gibt es nochmal die kurze nationale Strecke. Und die ist sozusagen die Abkürzung davon. Ist hier kurz sozusagen nur halb so lang. Und dieser Teil, der von der Strecke da rauskommt, ihr werdet es in der nächsten Runde sehen, den nutzt man immer aus, um da möglichst gut durch die Kurve zu kommen. Aber jetzt hier, ich bin ganz, ganz nah dran. Echt alle 4 nebeneinander. Ich bin jetzt im Windschatten von Al-Ali Nasser. Und kann ich da dranbleiben, Leute? Ja, ich scheine dranbleiben zu können und sauge mich immer weiter ran. Jetzt auch im Windschatten, aber ich komme da wirklich gut ran. Ich komme da sehr gut ran und kann ihn jetzt eben ausbremsen. Kommt fast an den nächsten auch noch dran. Aber der Anastasia nutzt nochmal hier ganz außen, geht er über die Strecke. Ob das ganz regelkonform ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Weil eigentlich darf man das nicht darüber fahren. Ihr habt ja gesehen, habe ich auch gemacht. Wenn es 1-2 Mal passiert im Rennen, dann wird das natürlich nicht direkt geahndet, wenn es sozusagen einem Zeit gekostet hat. Aber hier in diesem Fall hat es ihn halt genutzt. Aber er hat mir vielleicht auch extra Platz gelassen, damit wir nicht kollieren. Deswegen ist immer eine schwierige Entscheidung. Ich schätze mal, das war in dem Fall okay, denn eine Strafe gab es nicht. Wobei es in dem Rennen, glaube ich, sogar für andere Strafen gegeben hat, für dasselbe, aber halt in anderen Situationen. Dementsprechend schätze ich mal, war das in Ordnung. Aber oha, was war das? Da hat er sich verschaltet. Da rege ich mich auch zurecht auf den Damen. Das ist jetzt der Michael Cisa aus Österreich, ist wieder vorbeigefahren an mir. Und ich bin wieder nur noch 8er. Das gibt es doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Der hat sich einfach verschaltet. Dementsprechend, so, dann dauert es halt ein bisschen. Oh Gott, oh, da bin ich dann unkonzentriert. Komm doch mal kurz aufs Kies raus. Muss korrigieren, da hätte mein Rennen auch direkt vorbei sein können. Eieiei, dann darf sich nicht so aus der Bahn werfen lassen von solchen Sachen. Man muss immer schön konzentriert bleiben. Das war gerade brandgefährlich von mir. Das hätte ich mich fast selbst rausgehauen. Aber es hat mich eben. Da ist man im Cockpit halt. Du musst dir das vorstellen, ja, du fährst da mit 200 km/h an den schnellen Stellen und bist teilweise eben Rad an Rad mit deinen Konkurrenten, hochkonzentriert so, und wenn dann irgendwas passiert, dann entlädt sich diese ganze Anspannung, die man eben hat, entlädt sich dann eben auch mal, und da kommen dann diese Emotionen, die ihr dann anhand der Handbewegung hier so ein bisschen sehen könnt, ja, kommen dann da raus, und das war gerade echt gefährlich, weil er hat sich verschaltet, so, man ist voll in der Beschleunigung gewesen, so, und im Rennen, da gibt es keinen Sicherheitsabstand wie auf der Autobahn, so, das kannst du halt nicht machen, da fährt jeder voll, 100%,
Und dementsprechend, wenn einer einen Fehler macht, dann fährt er demnächst direkt auf. Und das war ganz klar, ich musste voll in die Eisen gehen, habe dadurch meinen Reifen ein bisschen kaputt gemacht. Das ist wahrscheinlich nicht allzu schlimm, ja, aber gut, das ist natürlich auch nicht für die. Und zum anderen, ja, ist natürlich der Michael Cesar daran direkt vorbeigekommen. Ich war am falschen Gang, musste noch unterschalten und eieiei, das hat gerade sehr, sehr viel Zeit gekostet. Und da regt man sich dann ein bisschen auf. Und ihr seht halt auch, ich bin dadurch einfach eine ganze Ecke weg von den anderen. Ja, ich muss das erstmal wieder aufholen. So, das sind jetzt da locker ein, zwei Sekunden, die ich da weg von denen war. Jetzt ist vielleicht wieder so, ne, viel mehr als eine Sekunde wird es, glaube ich, nicht mehr sein. Aber da gerade auch nochmal, musste ich nochmal korrigieren. Und das muss man halt erstmal wieder rausfahren, ja. Da musst du erstmal schaffen, eine Sekunde schneller zu fahren als die anderen, weil die fahren ja auch am Limit, die wollen ja auch schnell fahren. Und gerade in so einer Serie wie der Crossbow Rookie Challenge ist es halt so, jeder hat dasselbe Fahrzeug. Wir fahren alle mit dem nicht demselben, ja, sonst gibt es nur ein Fahrzeug. Können gerne alle Leute, die Germanistik studieren, an mich hier gerade mal korrigieren. Aber mit dem gleichen Fahrzeug. Das heißt, die sind baugleich und die werden extra vor jedem Event, werden die vom Werksfahrer, vom Reini Kofler, wird einer von denen einmal gefahren. Und, oder vielleicht nicht nur einer, sondern sogar alle, ich weiß nicht genau, aber wird auf jeden Fall sozusagen ein Setup für alle rausgefahren, ein ideales für die Strecke, und darauf werden alle eingestellt und man darf sozusagen auch nichts mehr verändern am Wagen dann, außer den Reifendruck. Das hat dann noch so ein paar unterschiedliche Eigenschaften eben, das kann man auch noch selbst einstellen, aber ansonsten Sturz und Flügel und so weiter, das wird alles sozusagen gleich eingestellt, damit es einfach chancengleicher gibt, weil das eben auch ein Punkt Kosten. Motorsport ist so extrem verdammt teuer, jeder, der sich mal ein bisschen damit beschäftigt hat, weiß das, und allein weil du halt ein riesiges Team mit Mechanikern brauchst, um das letzte bisschen rauszukitzeln, und jemand, der mehr Geld hat für mehr Mechaniker und Leute, die sich noch besser auskennen, der hat natürlich einen Vorteil, und dementsprechend in solchen Serien ist es häufig so, wenn man mit dem gleichen Auto fährt, in solchen Markenpokalen eben, nicht immer, ja, aber in den Einsteigerserien eben gerade, dass zur Kostenreduktion das eben vorgegeben wird, sozusagen das Setup, dass man sich da nicht einen Vorteil erkaufen kann, sondern dass jeder der gleiche ist. Aber das führt eben dazu, dass das Feld extrem dicht beieinander ist, weil nur noch der Faktor Mensch entscheidet. Also natürlich ist jedes Auto nicht 100% genau gleich abgestimmt, weil es gibt immer minimale Toleranz in der Fertigung bei jedem Auto, ja, es ist nie alles 100% gleich, wenn es in Handarbeit gemacht wird, und dementsprechend fährt sich jedes Auto noch leicht anders, der Motor hat vielleicht dann 2-3 PS mehr oder weniger, aber deswegen werden die Autos auch immer noch verlost, vor jeder Veranstaltung werden die verlost, und dann werden die Panels mit der mit dem Design, also bei mir zum Beispiel in Spielkin Racing, werden dann nochmal auf das jeweilige Auto raufgemacht, damit es im Endeffekt eben total auf jeden Fall immer chancengleich ist. Und da gab es einen richtig großen Ausritt. Und wer war das denn? Du wirst es gar nicht sagen, es war Michael Cesar, und er bringt mich hier vor aufs Gras, hat er sich aber verschätzt. Da dachte er wohl, dass er schneller ist, als er war. Eieieiei, da musste ich fast aufs Gras ausweichen und bin gerade noch so rechts durchgeschlüpft. Nach dem Rennen hat er mir gesagt, ja, er wusste nicht, dass der Geschwindigkeitsunterschied da so groß ist. Aber das war knapp. Aber na gut, Leute, damit Position 7 für mich. Aber merkt euch mal diese Stelle mit dem Michael Cesar. Ja, diese Kurve 3, die hat sich dieses Wochenende angetan. Da ist er ein paar Mal rausgefahren, ein paar Mal zu spät gebremst, und es wird noch Konsequenzen geben. Aber was genau passiert ist, werdet ihr auf jeden Fall noch sehen. Naja, damit auf jeden Fall erstmal für mich Position 7. Und wir sind mittlerweile schon fast bei der Hälfte des Rennens langsam angelangt. Und ist alles in Ordnung. Ne? Mich nervt immer noch, ich wäre eigentlich noch eine Position weiter vorne, wenn das nicht passiert wäre mit den Verschaltungen. Aber ich komme halt auch nicht ran vorne. Also die Lücke ist weiterhin da. Ich fahre eigentlich relativ konzentriert. Ihr seht unten links meine Zeiten. Das sind also, das heißt, ich fahre relativ konzentriert, Leute. 1:42:22. Das sind wahnsinnig gute Zeiten. Also damit kann man mehr als zufrieden sein. Das Problem ist nur, die da vorne haben praktisch dieselben Zeiten. Und damit bringt das nicht viel. Und ich habe mich eben ein, zweimal habe ich eine Kurve nicht gut genommen und dementsprechend dann auch wieder ein bisschen Zeit verloren. Aber die Zeiten an sich, die ich fahre, die sind richtig, richtig, richtig stark. Besser als alles, was ich im Training, im Warm-Up und in der Quali gefahren bin. Also da bin ich echt im Rennen eigentlich erst so richtig aufgeblüht. Und das sind super Zeiten. Also damit kann man mehr als zufrieden sein auf jeden Fall. Und deswegen schaffe ich auch mit der Zeit immer wieder näher ranzukommen. Und jetzt seht ihr schon da vorne, ist eine Dreiergruppe, glaube ich, mittlerweile, die da vor mir unterwegs ist. Und auf die, oder doch eine Vierergruppe, und vor allem die ersten drei davon sind sehr, sehr nah beieinander. Und immer wenn Leute nah beieinander sind und miteinander kämpfen, dann verlieren die natürlich ein bisschen Zeit. Und das bringt es für mich, da aufzuschließen. Und in Brünn bei meinen ersten beiden Rennen, das habe ich ja damals im Vlog schon gesagt, da hatte ich eben immer häufig das Problem, dass ich zu früh gebremst habe. Dass ich, wenn die vor mir gebremst haben, so, und wenn die im Zweikampf sind, bremsen wir immer ein bisschen früher,
oder nicht immer, ja, gut ist es natürlich nicht, aber es passiert eben häufig, dass dann auch für Bremse und das ist natürlich nicht gut. Und jetzt seht ihr, da vorne gab es einen kleinen Fehler. Man muss immer seine Linie weiterfahren. So, und wenn man dann einfach nur seine Linie weiterfährt, dann hat man einfach schon einen großen Vorteil. Wenn ich halt diesen kleinen Abstand habe, dann muss ich mich nicht auf die anderen konzentrieren. Ich kann einfach 100% meine ideale Linie fahren und damit eigentlich immer weiter aufholen. Ihr seht auch eine 42.14 unten rechts, seht ihr das, bin ich gerade gefahren. Ich glaube, es ist die beste Runde, die ich den ganzen Wochenende gefahren bin, bis zu diesem Zeitpunkt zumindest. Also eine richtig gute Zeit, aber da eben ein bisschen weiter rauskam, ein Ticken zu spät geschaltet und da ist schon wieder ein bisschen ein größerer Abstand da. Aber da vorne wird wieder gekämpft, weil da sind direkt wieder zwei Autos da nebeneinander. Und die beiden können jetzt eben nicht perfekt bremsen und bremsen ein bisschen später und müssen hier in der Kurve gucken, was sie machen. Dementsprechend seht ihr, bin ich da, da ist die Lücke nämlich auch schon ganz, ganz schnell zu. In den Kurven zieht sich eben auch alles mit der Ziehharmonika zusammen und danach wieder auseinander. Aber allerdings, da komme ich da gerade sehr gut ran. Das sieht super aus auf jeden Fall, wie ich da gerade rankomme. Und das wird jetzt ein Zweikampf, das wird jetzt ein bisschen eng in der Kurve auf jeden Fall. Vor mir ist das die Nummer 4. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da sollte ich vielleicht nicht auf die Nummer gucken. Auch wenn ich hier nur nachkommentiere, aber eieiei. Da bin ich ein bisschen auf der Bremse wahrscheinlich stehen geblieben. Am Ende noch anders kann ich mir jetzt nicht ganz erklären, wie ich da schräg gekommen bin. Denn geschwindigkeitstechnisch war das alles in Ordnung. Da war ich wohl ein Ticken zu lange noch auf der Bremse. Also man bremst halt ein bisschen in die Kurve rein. Ja, man bremst sozusagen am medialen Bremspunkt bei jeder Kurve unterschiedlich. Hier beim Red Bull Ring ist es bei den Turns 1, 2 und 3 ist es immer rund um die 100 Meter, je nach Kurve ein bisschen unterschiedlich. Da gehst du sozusagen dann voll auf die Bremse, ja, also ein bisschen progressiv drauf, dass sie nicht direkt die Reifen blockieren. Und dann gehst du, wenn du einlenkst, langsam runter von der Bremse. Da liegt auch natürlich ein bisschen ein anderes Ziel, aber das ist eigentlich, gehst dann sozusagen ein bisschen runter, dass du ein bisschen eine Bremswirkung hast, aber dann schon sozusagen einlenken kannst. Ja, wenn du voll bremst, dann kannst du nicht lenken, so. dann blockieren Räder, dann fährst du geradeaus und nicht dahin, wo du lenkst. Aber wenn du eben mit dem Bremsdruck ein bisschen runter gehst, dann funktioniert das. Und wenn du das machst, kannst du halt später anfangen zu bremsen. Und deswegen ist das, ja, ist das sozusagen ein Muss eigentlich, um hier sozusagen gut mitfahren zu können. So, und da stand ich halt ein Ticken zu lange drauf. Dadurch bin ich quer gekommen, musste korrigieren und das hat richtig viel Zeit gekostet. Und wenn man nicht sofort korrigiert, dann geht's ab. Und dann geht's ab ins Kiesbett und dann ist das ganze Rennen für einen vorbei. Ansonsten, wie ihr seht, wir fahren immer im fünften Gang auf diesen langen Kurven, Langgraden. Und dann schalten wir zurück in den dritten Gang für Motorsport vertraute Menschen oder für Leute, die gerne sehr sportlich ihr eigenes Auto mit Schaltung fahren. Das ist klar, man schaltet dann nicht sofort sozusagen in den Gang runter, mit dem man die Kurve fährt. In dem Fall war es jetzt der dritte. Sondern, ihr könnt es gleich wieder beobachten, wir sind jetzt gerade auch wieder im fünften. Sondern man schaltet eben jetzt einmal im vierten, kurz Kupplung kommen lassen, dann schaltest du in den dritten und dann wieder Kupplung kommen lassen. So, perfekt ist noch in den Zwischengassi. Ja, aber da was ist da vorne? Da hat sich wohl auch einer ein bisschen verschätzt und dementsprechend kann ich jetzt ziemlich schnell gerade vorbeiziehen. An der Nummer 85, Jan Arial Nasserwal. Und das lag gar nicht an dem. Ja, das war jetzt wahrscheinlich sogar ungefähr dieselbe Situation wie bei mir mit dem Verschalten. Nicht ganz so schlimm, aber schon so ein bisschen. Sondern derjenige, der gerade vor mir ist, der hat den Fehler gemacht und deswegen musste Al-Nasser, musste dann sozusagen da ein bisschen Platz lassen. Oder was heißt ein bisschen Platz lassen? Musste vom Gas gehen, musste bremsen. Und dann konnte ich da an ihn vorbeischlüpfen. Das wird ihn mit Sicherheit auch ärgern. Aber schuld war derjenige, der jetzt gerade vor mir ist. Ich weiß nicht, ob das derselbe war. Ich glaube aber nicht. Vielleicht war es sogar der Al-Nasser, an der sich davor verschaltet hat, wegen dem ich zu spät dran war. Und jetzt hat der mal sozusagen die Quittung dafür bekommen. Aber wie das für mich aus dieser Perspektive aussah, war der Verursacher des Ganzen derjenige, der gerade ein bisschen weit rausgekommen ist und deswegen ein bisschen langsam ist. An dem ich jetzt deswegen doch noch im Windschatten ziemlich schnell hier rankommen kann. Das ist die Nummer 93. Und da ziehe ich mich ran. Das ist der Christoph Nimmerrichter und ich kann vorbeigehen. Am Österreicher. Hui, das hätte ich am Anfang, ja, in der letzten Kurve des Kurses nicht gedacht, dass ich da so schnell rankomme. Aber krass, dann bin ich auf der ersten Kurve doch noch so weit reinkommen, dass ich mich mittlerweile auf der Position 5 befinde. Von 10 geschartet, jetzt auf 5. Sehr krass auf jeden Fall. Oh, aber da kommt er schon wieder. Da kommt er von der... Da kommt der... Oha, das war auf jeden Fall gerade ziemlich knapp. Aber der hat dann nochmal zurückgesteckt. Und dementsprechend kann ich gerade nochmal auf der 5 bleiben. Aber der Christoph Nimmerrichter, der ist da dran. Der bleibt hinten direkt jetzt an mir dran und die Frage ist, ob er jetzt gleich aus dem Windschatten da rausziehen kann. Jetzt wird gebremst und da ist, lass ihm sehr viel Platz innen, da ist er, ich ziehe nochmal zurück, das hat fast die Kollision gegeben. Das war ganz knapp, hätte ich nicht nochmal zurückgezogen, dann wären wir da gerade kolliert. Gerade so konnte ich nochmal zurückziehen, aber gut, da ist der Nimmerrichter vorbeigefahren. Man muss immer ein bisschen schauen, wie man eben fährt. Ideallinie ist eine andere Linie als die Kampflinie. Das ist alles nur so, was ich jetzt so aus meiner Erfahrung sozusagen erzähle. Also korrigiert mich gerne in den Kommentaren, falls ihr es noch besser wisst.
Ich bin ja eben auch ein Motorsport-Neuling. Also ich habe dieses Jahr, das waren die Sausage-Kürbs, diese gelben Kürbs, die sind ganz, ganz schlecht für die Reifen, für die Felgen. Da muss man, da sollte man nicht drauf. Es ist noch legal, da sozusagen zu fahren, es gehört mit zur Strecke, aber gut ist das nicht für die Reifen. Das macht das Auto instabil und gibt eben auch Beschädigungen. Und der Nürnberger fährt auch am Limit, da nimmt man mal ein bisschen Gras mit. Und da sieht auch innen so ein Sausage-Kürb und hier außen sind auch Sausage-Kürbs, die vielleicht den Nürnberger sogar eine Runde vorher mitgenommen hat. Die sind nicht gut. Also da gab es bei einigen Autos auf jeden Fall Schäden, die ausgetauscht werden mussten. Aber sich die Felgen auch verziehen und so weiter, wenn man da im ungünstigen Winkel raufkommt. So, was war das denn? Das habe ich jetzt gerade gar nicht ganz mitbekommen. Habe ich mich da wieder zu lange auf der Bremse gewesen und deswegen quer gekommen oder ein bisschen schnell die Kupplung kommen lassen? Keine Ahnung, aber das hat mich jetzt wieder was gekostet auf jeden Fall. Ich wollte doch nah dranbleiben. Solche kleinen Fehler bringen halt direkt so den Abstand, den man nicht haben möchte, zum Vordermann. Dann kann man nicht mehr im Windschatten bleiben, dann bleibt man nicht mehr dran. Und ja, dann ist das alles eben nicht gut. Aber trotzdem, wir schließen sogar auf die Gruppe da vor uns auf ein bisschen. Also so schlecht sind wir trotz unseres Kampfes gar nicht unterwegs. Wo war ich stehen geblieben, Leute? Mit den Sausage Curves, ja? Das war gut und Ideallinie und Kampflinie. So, Ideallinie sieht eben so aus, wie jetzt gerade fährt. Ja, man bleibt schön links in dieser Kurve. Und dann zieht man hier eigentlich noch enger als, ja, so eng wie ich das mache, noch ein Ticken mehr geht sogar. Man kann eben bis auf den Curve rauffahren, geht man sozusagen. Wenn man allerdings die Kampflinie fährt, dann fährst du natürlich ein bisschen weiter mittig. Um sonst dem anderen gar nicht erst die Chance zu geben. Ne? Das kommt eben ganz drauf an, wie man vorher auf dem Gratis-Manöver hat. Wenn derjenige oder andere im Windschatten war, dann fährst du vielleicht schon davor ein bisschen drüber. Das kommt immer ganz drauf an. Aber eigentlich macht man halt möglichst, möchte man dem anderen keinen Raum lassen, dass er innen reinstechen kann. Aber möchte natürlich auch nicht zu weit infahren, dass man selbst nicht gut fahren kann, weil dann bremst der andere außen an und zieht dann sozusagen hinter einem innen rein und kann schneller raus beschleunigen. Also gibt es viele, viele Variablen. Aber auf jeden Fall gerade bei dem Überholmanöver von ihm habe ich sehr viel Platz gelassen, weil ich nicht dachte, dass er dann noch angreift. Und deswegen konnte er dann da reinschlüpfen. Und ja, das wäre da vielleicht zur Kollision gekommen, hätte ich nicht korrigiert. Aber so konnte Christoph Nimmerrichter das Ganze ausdrücken. Und da vorne ist die ganze Zeit, wurde gekämpft. Seht ihr es da vorne? Das dürfte die Duell in Position 2 oder 3 vielleicht sein. Geht auf jeden Fall direkt bis an die Boxenmauer ran bei Tempo 200. Und hier ist das eine Überrundung von zwei Leuten. Das heißt, unendlich viele Autos hier in der ersten Kurve. Wir können aber irgendwie alle vorbeischlüpfen. Ich bin recht hinten dran an Christoph Nimmerrichter in seinem Windschatten. Na, aber ein bisschen ist leicht quer daneben. Und der ist dann mit der Windschatten seines Vordermanns. Deswegen komme ich da gerade nicht ran. Ich lasse ihn wieder zurückfallen direkt hinter ihn, um jetzt aber im Windschatten zu bleiben, um mich da ran zu saugen. Und jetzt kommen wir mit Cup 200 ein bisschen in die Bremszone rein. Wir bremsen beide extrem spät. Deswegen kann ich dann nicht an ihm vorbeiziehen, denn auch er hat sehr, sehr spät gebremst und ist jetzt auch ein bisschen besser aus der Kurve rausgekommen, logischerweise. Und bleibt deswegen ein bisschen vor mir und hat jetzt einen kleinen Vorsprung. Das ist doch ein Richter eben aus Österreich. Wir bleiben hier weiterhin erstmal auf Position 6 in seinem Windschatten. Jetzt hier wieder anbremsen an genau der gleichen Stelle wie immer. Er bremst aber schon ein bisschen früher, deswegen komme ich da innen rein und er macht die Tür zu und da ist es geschehen. Das darf doch nicht wahr sein, dachte ich mir in diesem Moment. Eine Kollision mit Christoph Nimmerrichter, der damit mehrere Positionen zurückfällt. Eieieiei, das war absolut nicht gewollt von mir. Es tut mir mega leid, auf jeden Fall für den Christoph, der dann damit eben ein paar Positionen zurückgefallen ist. Aber wir haben uns das Ganze nochmal zusammen auch nach dem Rennen angeschaut. Und anscheinend habe ich gebremst wie immer und er hat einen Ticken zu früh gebremst und hat dann eben, obwohl er nicht am Anfang nicht Kampflinie gefahren ist, sondern eher außen, hat dann eben die Tür zugemacht und da blieb dann für mich entweder, wäre ich ihm hinten rein oder als ich dann eben im letzten Moment mich dazu entschieden habe, nach innen zu gehen, hat er mir leider keinen Platz mehr gelassen, so wie ich in den Runden vorher, wo ich eben nochmal aufgemacht habe. Das ist alles, da gibt es keinen richtigen Schuldigen bei der Sache. So, das war, hätten beide, wenn man es in Zeitung gemacht und nach Betrachtung hat, ein bisschen besser machen können. Aber sowas muss man einfach als Rennunfall irgendwo verbuchen und so haben es auch die Rennkommissare entschieden und wir beide haben uns eben danach auch nochmal ausgesprochen und nach ausgiebiger Betrachtung der Telemetrie das sozusagen so gesehen. Aber in dem Moment ist natürlich die Emotionen kochen dann da hoch, ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass er da ein bisschen sauer war auf mich in dem Moment, bevor er wusste, was genau sozusagen passiert ist und er die Telemetrie gesehen hat. Und ich war in dem Moment halt auch, oh Gott, das darf nicht wahr sein. Wieso? Och Mann, das will man halt ja auch nicht haben. So, und es tut mir mega leid, wenn ich das Rennen sozusagen von dem anderen zerstöre. Es war jetzt ja in dem Fall nicht meine alleinige Schuld, dass das sozusagen passiert ist. Aber in dem Moment dachte ich, ja, ich habe ihn getroffen, so der Klassiker, ja, dumm einfach. Wieso habe ich es gemacht? Dass er zu früh gebremst hat, das habe ich erst nach dem Rennen erfahren. Aber gut, so ist das im Rennsport. Man muss aber weiterfahren und genau das mache ich auch. Und wir sind hier wieder an dieser Stelle. Es gibt einen Abstand zu den hinter mir und zu den vor mir, weil andere auch deswegen wegen der Kollision rausweichen mussten ins Kiesbett. Also da gab es auf jeden Fall ein großes Tohuwabohu. Und
Ja, wir fahren aber eben, wir sind erstmal weiter. Das Ding ist allerdings auch unter vor mir relativ langsam unterwegs. Der David Freiburghaus, der Gewinner der ersten beiden Rennen, hat irgendwie im ersten Rennen nicht so ganz, er ist von Pole Position gestartet, aber dann nicht ganz im Rhythmus reingefunden. Ist ziemlich lange unterwegs gewesen. Ich komme da langsam an ihn ran. Und das wäre die Position 4. Das wäre der absolute Wahnsinn, ja. So langsam tritt der Gedanke des Crash leicht ein bisschen, der bleibt noch da, aber er geht leicht in den Hintergrund. Ich denke mir, vielleicht kann ich den da vorne noch bekommen. Das wäre der absolute Wahnsinn. Das wäre krass. Und ich bin anscheinend, komme ich relativ nah ran. Ich sehe auch Risiko, ihr seht, ich komme weit raus auf jeden Fall. Aber ich möchte, ich sehe die Chance, da vielleicht sogar noch eine Pulse nach vorne zu bekommen. Ich bin eine 1.42.79 jetzt auch gefahren. Also keine absolute Top-Zeit, immer noch eine sehr gute Zeit. Also alles als 1.42 ist immer noch sehr, sehr gut. Und man sieht es ja richtig, also, dass ich immer weiter da rankomme an ihn. Und es sind jetzt, glaube ich, nur noch 2, 3, 4 Minuten, wie das Rennen überhaupt geht. Und da sind gelbe Flaggen. Und was habe ich da gesehen? Stand da etwas? Safety Car. Was ist passiert, Leute? Gelbe Flaggen habe ich auf jeden Fall gesehen. Ja, da rechts sieht es wieder gelbe Flaggen. Und ich glaube dazu, ja, dazu gehalten wird das Schild Safety Car. SC, das steht für Safety Car. Das heißt, irgendwo auf der Strecke gab es einen größeren Crash. Oder zumindest etwas, was man jetzt nicht so schnell beseitigen kann. Also irgendwas, was auf der Fahrstrecke, auf der Fahrbahn oder direkt daneben liegt. Und deswegen müssen jetzt alle langsam fahren. Und da das Rennen auch nicht mehr so lange dauert, wissen wir eigentlich alle schon. Das wird wahrscheinlich nicht mehr angefangen werden, sozusagen. Hier, SC, da seht ihr, links ist ein Auto im Kiesbett. Das ist nicht der Christoph Nimmerlechter, aber es ist jemand, der an selber Stelle danach nochmal ausgeflogen ist. Ich glaube, es könnte der Alex Zubeck gewesen sein. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber es ist für ihn also leider. Und da vorne seht ihr das Safety Car, das ist ein Porsche 911 GT3 RS, also auch ein sehr spaßiges Teil auf jeden Fall, aber ja, das gibt es hier das Tempo vor, also alle jetzt hier, spätestens jetzt, wenn wir sozusagen direkt hinten dran sind, schön langsam fahren. Ansonsten, davor habt ihr gesehen, durfte man noch schnell fahren, aber natürlich, man muss jederzeit anhaltbereit sein, oder jederzeit bereit sein, das Tempo zu verringern. Vor der Unfallstelle wurden immer noch doppelt gelbe Flaggen geschwenkt, das heißt auch noch hier, Achtung, hier ist wirklich richtige Gefahr. Ja, hier sofort Anhalt bereit sein, eine einfach geschwenkte gelbe Flagge bedeutet einfach nur vorsichtig sein, da geht man ein bisschen vom Gas, aber da wird trotzdem noch gefahren, man darf natürlich nur nicht überholen. Jetzt hinter dem Safety Car wird eben auch nicht mehr überholt, das heißt, wir fahren jetzt hier im Konvoi. Das Gute ist dabei, ich kann jetzt mal ein bisschen nachziehen, Leute, wir haben ja keine Funk, wir haben ja keinen Funk und jetzt kann ich nachziehen. 1, 2, 3, 4 Autos vor mir, das heißt, meine Position ist die 5 und damit kann ich jetzt schon sozusagen, weiß ich schon fast, dass das jetzt war, denn wir fahren jetzt unter der Uhr durch. Jetzt kann man nochmal drauf achten. Oben rechts kommt jetzt gleich die Uhr, unter der wir durchfahren. Mal gucken, was da gerade drauf steht. Da steht jetzt drauf noch 30 Sekunden, irgendwie sowas, unter einer Minute, glaube ich, irgendwas. Stand da nur noch drauf, das heißt, wir wissen, ja, das ist jetzt, hier gewesen. Wir fahren noch diese Runde vorbei. Ich finde hier schon mal den Zustand hier oben links, auf das war die Tribüne, die offen war. Da waren ziemlich viele Zuschauer von euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und mich da unterstützt habt. Das ist ja gestern mega cool, das auch im Qualifahren im Training da schon gesehen zu haben und dass ich da die Unterstützung von euch an der Strecke hatte. War mega cool. Vielen, vielen Dank an alle, die in Österreich waren. Die meisten anderen Rennen, die jetzt kommen, sind leider halt ziemlich weit weg von allen deutschsprachigen Gebieten. Das heißt, für euch wahrscheinlich recht unerreichbar. Misano, Italien zum Beispiel, fahren wir als nächstes in 3-4 Wochen auf alles. Wenn ihr einfach nach Crossbow Battle sucht, da seht ihr alle Termine. Einfach mal bei Google eingeben. Und Misano, Italien, das ist das nächste. Dann fahren wir auch in Pannonia-Ring in Ungarn, dann fahren wir auch auf den Slowakia-Ring in der Slowakei und in Kroatien fahren wir noch. Ich weiß gerade gar nicht, wo. Ich glaube, in Kropnik fahren wir noch in Kroatien. Das ist dann eben die Saison. Rennen, die es noch geben wird. Für jeder dieser Locations eben 2 Rennen. Und ja, so fahre ich jetzt hier eben zu Ende auf dem 5. Platz. Also mit dem Ergebnis bin ich super zufrieden. Was ich noch gar nicht gesagt habe, glaube ich, nach dem Crash, weil mein Lenkrad ein bisschen schief. Man sieht es nicht so ganz so gut. Da seht ihr, wird das Auto gerade abgeschleppt, was da rausgefallen ist. Aber ja, wenn wir gleich noch auf der Geraden sind, dann könnt ihr sehen, nach dem Crash meine Spurstange hat sich verbogen. Dementsprechend muss ich immer, hier seht ihr es, es ist ein bisschen nach links, obwohl ich geradeaus fahre. Und ja, gut für mich, dass das Rennen nicht mehr ganz lange gedauert hat. Wobei ich dann noch relativ konkurrenzlich in der letzten schnellen Runde, die man noch fahren konnte, bevor das Safety Car kam, ging es relativ viel. Jetzt seht ihr, es ist schon nach links und man fährt da eigentlich gerade geradeaus. Das war ein bisschen kaputt, das musste im Nachhinein repariert werden, das Ganze. Aber hat dann der Hannes sehr, sehr gut
wieder hinbekommen. Vielen Dank an dich deswegen. Es ist einiges, muss auch noch getaped werden. Also im Vlog kann man alles sehen, was da kaputt gegangen ist. Aber es ist eben Kontaktsport, das gehört irgendwo zum Racing dazu. Und es war ein mega fettes Rennen. Es hat richtig Spaß gemacht. Und vielen Dank an euch auf jeden Fall auch, dass ihr dabei wart. Das ist jetzt die vorletzte Kurve eben hinter dem Safety Car. Und beenden wir das Rennen und biegen jetzt ein auf die Zielgerade. Ein wirklich cooles Rennen mit vielen Überholmanövern mit verschiedenen Leuten. Einiges passiert. Und jetzt sehen wir hier rechts, wird die Zielflagge geschwenkt. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen darf. Wir klopfen nochmal aufs Lenkrad. Eigentlich würde ich mich mega freuen über den Platz, aber ich weiß zu dem Zeitpunkt eben nicht, ob das jetzt da irgendwie, da kommt noch mal einer hier neben mir und gibt mir den Daumen nach oben. Ich gebe nochmal hier zurück für das Rennen. Das war, glaube ich, der Al-Nasser. Da oben seid ihr. Vielen, vielen Dank nochmal, dass uns ihr alle da wart. Und ja, war einfach mega. Ich schalte jetzt hier mal kurz zum Ende der Runde. Wir fahren uns hier in die Boxengasse zurück und in den Park Familie. Da werden alle Autos bleiben da. Wir werden danach nochmal gecheckt eben, ob alles auch regelkonform ist und nicht irgendjemand nochmal irgendwas umgestellt hat oder sonstiges. Werden wir mal gecheckt, bevor es dann das endgültige Ergebnis gibt. Aber ja, ich bin auf Platz 5 eben geblieben. Und ich bin mit diesem Ergebnis auf jeden Fall zufrieden. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Gut, dass wir uns eben arbeiten, das war, was ich gerade sagen wollte. Wir haben uns eben ausgesprochen, nochmal zusammen die Sachen angeguckt mit dem Christoph Nimmerich, der eben wegen dem Crash. Ich schätze mal, es wird einige Experten unter euch geben, die das Ganze nochmal ganz genau anschauen, natürlich jetzt hier. In die Kommentare schreiben, wer da an diesem Crash wie schuld war. Aber wir müssen einfach mal gucken, wann ich sozusagen normal bremse und wann ich ihn da gebremst habe. Wir haben gesagt, wir verbuchen uns unter Rennunfall. Beide nicht ganz 100% ideal gemacht. Aber so etwas passiert eben, wenn man am Limit fährt. Und das ist im Nachhinein immer besser sozusagen. Da kann man immer sagen, ja, das hätte man besser machen können. Aber ja, so ist das Rennunfall. Das passiert eben. Abhaken. Mit der Platzierung bin ich auf jeden Fall mega zufrieden, Leute. Platz 5 in meinem dritten Rennen überhaupt. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall euch nochmals gerade hier fürs Zuschauen. Gebt mir bitte Feedback, wie ihr dieses erste kommentierte Rennen von mir fandet. Und dann sehen wir uns vielleicht morgen oder übermorgen wieder, wenn ich das nächste Rennen kommentiere. Schaut ihr auf jeden Fall auch die Vlogs an auf dem Felix von der Laden-Kanal mit dem ganzen Rennpark sozusagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Rennen oder in Misano aus Italien mit dem 5. und 6. Saison dann wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao.